Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat, das Thema ist aktuell. Die Zeit ist knapp und das Kleinste und Einfachste, was man machen kann, ist, dass Sie unserem Gesetzentwurf vom November 19, Drucksache 19074, zustimmen, der nur eine kleine Änderung an dem jetzigen Wahlrecht beinhaltet, nämlich um 3 Monate die Frist für die Kandidatenaufstellung hinauszuschieben. Ansonsten laufen wir am 25. März vor die Mauer, weil dann nichts mehr geht, weil die neue Kandidatenaufstellung nach geltendem Wahlrecht gilt. So, das könnten Sie mal machen. Sie haben es zweimal im Ausschuss verschoben. Stimmen Sie nur dem zu, da ist inhaltlich noch gar nichts geändert. Das wäre das Erste. Zweitens. Die Bertelsmann-Stiftung hat vor der Bundestagswahl 17 gesagt, das seit 2013 geltende Wahlrecht zum Deutschen Bundestag ist ein Parlamentsvergrößerungsgesetz. Wortzitat. Die Professoren Grotz und Fehrkamp. Das Wahlergebnis hat diese Prognose genauestens bestätigt. Und dann haben auch die Kollegen von der Bertelsmann-Stiftung gesagt, und jetzt hätten wir über 800 Mandate, weil sich nun mal die demoskopischen Verhältnisse, die politischen Verhältnisse geändert haben. Drittens. Das im November von den übrigen Oppositionsparteien vorgelegte Gesetz, lieber Herr Ruppert, stilisieren Sie es nicht so hoch, ist keine Lösung. Sie sind also im Grunde, was die Lösungskompetenz angeht, auf dem Niveau von Ihrem Kollegen von der CDU. Sie haben nämlich auch keine Lösung auf dem Niveau von Ihnen, Herr Grossebörde. Ich meine, ich weiß nicht, wer von Ihnen sich da jetzt benachteiligt fühlt, aber das mögen Sie sondern ausmachen. Auf alle Fälle 648 Sitze hätte Ihr Modell jetzt. Das würde es produzieren. Und damit sehen Sie, dass es keine Lösung ist. Das Thema der Wahlkreisgröße kommt hinzu, das ist angesprochen worden, das ist ein rationaler Einwand. Und Sie müssten die gesamte Wahlkreiswelt der Bundesregierung neu einteilen und das bis zum 25. März. Und das glauben Sie doch nicht, dass Sie es hinkriegen. Und ich sage Ihnen aller Klarheit, Sie wissen, dass Sie es nicht hinkriegen. Deshalb machen Sie hier eine Alibi-Veranstaltung. Sie wären die Problemlöser, obwohl Sie wissen, dass Sie keine Lösung haben. Viertens. Das Problem im jetzigen System ist ein unauflöslicher Konflikt zwischen dem Direktwahlsystem und dem tragenden Prinzip der Verhältniswahl, meine Damen und Herren. Die partielle Direktwahl muss gegenüber der Verhältniswahl zurücktreten. Eines muss oben sein, das andere muss unten sein. So, und jetzt sage ich Ihnen, was viele von Ihnen vielleicht ja gar nicht wissen. Allein 7 Überhangmandate der CSU, einer Partei mit 6,17% aller gültigen Zweitstimmen, allein diese 7 Mandate verursachen 107,8 Ausgleichsmandate. Meine Damen und Herren, dieses ist die Expertise mehrerer wissenschaftlichen Darstellungen. Können Sie das finden und auch die Zahl? Das müssen Sie sich vorstellen. Das bedeutet, meine Damen und Herren, das personalisierte Verhältniswahlrecht, das wir haben, wird hier umgebogen in ein Mehrheitswahlrecht mit Verhältnisausgleich. Das ist eine Perversion, meine Damen und Herren, und die klugen Leute unter Ihnen werden das ja auch wissen und auch gerechnet haben. Der Kult um das Direktmandat muss entzaubert werden. In Berlin hat eine Kollegin mit 22,5% das Direktmandat erworben. Das heißt, 88% wollten die Kollegin gar nicht. Sie ist aber die Direktabgeordnete geworden und ist jetzt die Anbindung des politischen Systems an den Wahlgeist, meine Damen und Herren. Also, eine echte, einfache Wahlkreismehrheit haben nur ganz wenige eine einfache Mehrheit errungen. Das alles hat mit direkter Demokratie, die können Sie jetzt hier verbal hochstilisieren, aber im Handel hat das damit nichts zu tun. Fünftens, die Lösung. Die Lösung ist Beibehaltung der Wahlkreise. Dann können wir das handwerklich nämlich schaffen. Zweitens, wir begrenzen die Direktmandate pro Bundesland auf die Zahl, die der jeweiligen Partei nach ihren Zweitstimmen als Mandaten zustehen. Wie geht das? Klingt kompliziert, ist ganz einfach. Die nach Stimmen oder Prozentzahl schwächsten Direktbewerber kommen nicht zum Zug. Die Schwachlaster mit 22, 23, 24%, das ist hochdemokratisch und very simple. Könnten wir machen, meine Damen und Herren, können wir ganz schnell machen. So. Dies steht alles in unserem Sachantrag vom 16.10.19, Drucksache 19066. Und ich habe diesen Vorschlag bereits vor Weihnachten 18 gemacht. Sie bringen das zwar hin, zu behaupten, es liegt kein Vorschlag auf dem Tisch, lieber Herr Ruppert. Es liegt einer, und Sie wissen, dass das denn natürlich vorlag, und der war immer besser wie der von Ihnen. Tut mir leid, kann ich nichts für, liegt an der Klugheit meiner Mitarbeiter. So, und schließlich sage ich Ihnen noch, dass genau diese Grundstrukturidee, die ich Ihnen gerade dargestellt habe, das IFO-Institut vor wenigen Wochen ebenfalls ausgegraben hat.
Das Gleiche hat die Bertelsmann Stiftung in einer ganz neuen Zeit ausgegraben. Und es steht in den Zeitungen, dass die Bertelsmann Stiftung bei den anderen kleinen Oppositionsparteien vor Tagen war, den Vorschlag vorgestellt hat, identisch im Kern. Und es sei kein Widerspruch der anderen kleinen Parteien erfolgt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können das auch nachlesen in einem Aufsatz in einer Fachzeitschrift, einem juristischen Archiv für öffentliches Recht, vom Herrn Professor Mayer, der Jahrzehnte früherer Rektor der Humboldt-Universität, Herr Kollege Glaser, Jahrzehnte Wahlrechtsexperte war und der diesen Vorschlag genau so gemacht hat. Er hat also das Zertifikat, ich komme zum Schluss, das Zertifikat von der ersten Expertise dieses Landes. Ich kann Sie nur dringend einladen, obwohl der Vorschlag von der AfD kommt, könnten Sie ja vielleicht mal zustimmen.